Ich liebe ja reine, strahlend weiße Wäsche. Die hat so was Unschuldiges. Au! Oh nein, du Arsch! Fuck, nee, jetzt halte ich mich aus. Ich als diplomierter Fleckenzwerg kämpfe jeden Tag gegen den Dreck und Schmutz dieser Welt. Heute ganz besonders. Heute arbeite ich aber vor allem mit dem weißen Riesen! Meinberg, du hier! Dem schwarzen. Das ist also der Dank für ein 10-Gang-Sterne-Kochmenü von Marc de la Champagne. Ich möchte mich einfach nochmal bei dir bedanken. Ja? Und zwar mit einer kleinen Gesichtskorrektur, ja? Ein bisschen einer Straffung, aber nicht einfach nur so, ohne Sinn und Verstand. Meinberg, ich krieg Nasenbluten. Nein, da kommt jetzt nichts mehr raus. Marc, das sind Klammern, Wäscheklammern. Wäscheklammern. Der aktuelle Weltrekord für Wäscheklammern in einem menschlichen Gesicht liegt bei 163. Und den schlagen wir jetzt zusammen. Ne? Du willst mein Gesicht als Weltrekordversuch benutzen. Das ist das Beste, was deinem Gesicht passieren kann. Diese eine ist schon scheiße jetzt. Aber ich nehme als erstes mal hier so diese ökologischen. Ist das deine Idee jetzt heute? Ist hier überhaupt jemand vom Guinness-Buch der Rekorde? Ja, hinter der Glasscheibe. Die in der Nase ist scheiße, Meinberg. Ist nicht in der Nase, dazu kommen wir später. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir sind noch ein Stück vom Weltrekord entfernt. Oh Gott. Meinberg! Stell dich nicht so an, das war noch gar nicht. Ich fange übrigens wirklich an den Stellen an, die weniger schmerzhaft sind. Oh, das ist unangenehm. Das liegt an einem bestimmten Nerv, und zwar dem Trigeminusnerv. Der verläuft von hier oben, hier runter, so an der Gesichtsumrandung entlang und hier auch noch so rein. Ich habe das hier eingezeichnet. Also ich habe jetzt hier das Gesicht eines unterdurchschnittlich gut aussehenden Nordeuropäers genommen. Ich freue mich schon besonders hier auf den Bereich der Lippe und Oberlippe, auf die Augenbrauen. Meinberg. Was für eine beschissene Idee, Meinberg. Dir geht's doch kein bisschen um diesen Weltrekord. Doch, das möchte weltberühmt werden. Sind das auch... Das ist nicht gut. Nicht gut? Auch ein bisschen farblich natürlich gucken, dass die Komposition stimmt. Tut's denn ein bisschen weh? Ja, oder? Es tut weh. Oh Mann, mach, dass es aufhört. Wir haben doch gerade erst angefangen, das war das Aufwärmprogramm. So, dafür hast du was am Ohrläppchen verdient, mein Lieber. Wahrscheinlich nicht so schmerzempfindlich zu sein. Da wird oft dran gesaugt. Bitte mach weiter. Es ist ein dreckiger Job, aber einer muss ihn machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind zwei erwachsene Männer und das ist unser Beruf. Seine Mutter hat es immer gewusst. Ich lebe von meinem Aussehen. Aus dir wird nichts mehr. Die Nase, die gehört interessanterweise an den Rändern zur schmerzhaftesten Gesichtsregion. Ah, nee, mein Mac, das geht nicht! Die ist zu klein. Au! Es sieht einfach gut aus. Mir läuft die Nase. Warum? Ist es Blut? Nee, noch nicht. Ah! Das sieht gut aus. Dann machen wir jetzt mal ein Selfie, oder? Oh Gott, sieht das scheiße aus! Oh nee, mein Mac! Oh, der in der Nase ist scheiße. Es schwillt auch schon an, glaube ich, alles. Yeah. Welche Strafe würdet ihr euch für Marc wünschen? Schreibt das mal in die Kommentare. Aber erstmal machen wir einen Weltrekord, ne? Erstmal einen amtlichen Weltrekord. Wie viele hast du schon, mein Berg? Soll ich mir wirklich die Zeit jetzt nehmen, das durchzuziehen? Marc, es tut mir auch leid für den Film, weil ich kann jetzt nicht mehr lustig sein. Boah, krass, wie das pulsiert. Was mir besonders gut gefällt, ist so die Kinnpartie hier. Boah. Ist auch schön bunt, weißt du, das kann man auch mal im Sommer tragen. Auf einer Party. Alles, was ich mache, ist Kunst. Alles, was ich mache, ist Kunst. Boah, ich fall vor Bewusstlosigkeit hier vom Stuhl gleich. Vor Bewusstlosigkeit fällst du vom Stuhl, ja. Ich muss jetzt leider an den schmerzhaftesten Bereich. Das, oh Gott, nee. Das ist ein Special Effekt. Hey, Baby. Sieht zwar wunderschön aus. Oh, Scheiße. Was kommt jetzt? Es kann nicht schlimmer werden. Was kommt jetzt noch? Doch, es kann schlimmer werden. Mein
Steinberg, da sind Widerhaken dran. Ja, aber sonst, die sind schwer. Sonst halt man im Ohr ohne Widerhaken. Ich würde sagen, der Weltrekordversuch ist hiermit offiziell abgebrochen. Ist mir auch scheißegal. Jetzt haben wir gute Laune und machen einfach was für unser persönliches Vergnügen. Dann nehme ich mal die Klammer weg, weil dann komme ich besser an dein Ohr. Oh Gott, das Wegmachen tut weh. Eieiei, das ist ja alles... Hast du jetzt so eine Art Branding. Das tut jetzt allerdings wahrscheinlich noch mehr weh. Es kann auch sein, dass du nachher... Na, wie viel Zacken hat das Ding? Hat 5 Zacken, dass du nachher 5 Löcher im Ohr hast. Achtung. Gib dem Blach. Fahr. Au. Oh, du Arsch. Du bist ein Arsch, mein Berg. Das gibt's zurück. Mach ich so eher so oben, ne? Oh, fuck. Das geht jetzt richtig rein, mein Berg. Ja, das geht richtig rein. Oh Gott. Fuck. Nee, jetzt halte ich nicht aus. Au. Oh, fuck, mein Berg. Oh nein, du Arschloch. Boah, du bist so ein Penner. Verpiss dich. Da ist das kleine Krokodil. Oh Gott. Und das kleine Krokodil, das frisst den großen Mark. Oh Gott, naja. Ajak! Ajak! Warte mal, das sind Feuerrequisiten. Ah, mach dein Trophäenbild und gut ist. 50, 51, Gott. 52, 59, 60. Hey, probiert das mal aus zu Hause. Ich wette euch, ihr schafft niemals mehr als 60. Das ist echt richtig krass. Wie fahrt ihr jetzt vorbei? Ah, fuck! Boah, ich spüre nichts mehr. Oh, fuck, schaut mal wie meine Nase, die kommt gar nicht mehr zurück. Alter, schaut euch das mal an, was ist los? Boah, ich glaube, ich habe selten was Schmerzhafteres. Marc, können wir bitte Musik haben? Das ist alles angeschwollen. Ich präsentiere dir dein neues Gesicht. Just stop your crying, it's a sign of the times. Wer findet, dass Marks Gesicht jetzt um 100% schöner ist als vorher, lässt mal einen Daumen hoch da. Das geht nie wieder weg. Während Marc sich noch mit seinem neuen Gesicht anfreundet, könnt ihr euch ja mit uns anfreunden und hier ein Abo dalassen oder nochmal meine Nicht-Kleckern-Challenge mit der weißen Weste anschauen. Ja, oder bei Bongo Boulevard vorbeischauen, die sind auch bei Funk. Ich habe jetzt ein Date, das kann ich absagen. Ach, mir fehlt ja die Klammer. Na, verpiss dich.